Hallo und hier ist er wieder, euer Feuerteufel von Fire Ghost LP. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ne? Und mit dabei ist natürlich auch die Dose. Ja, die Dose des Grauens. Nein, natürlich nicht. Eine wohlportionierte Dose an frischen Energy Drink. Weil wir sind ja mit dem Schwert unterwegs. So, mit dem Schwert. Und da brauchen wir Energie. Massig Energie. Um unsere Feinde nicht an uns ranzulassen. Und ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, ich will mich mit den Nebenquests beschäftigen, damit die mal hier runtergerattert werden. Und wir auch mal ein bisschen was von der Hauptquest haben. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal nach, was wir denn hier so alles haben. Brücken bauen. Ach ja, genau. Stimmt, da war was. Die bauen ganz schön lange an der Brücke. Ich muss zur Advolt zurückkehren. Dann machen wir das doch mal. Und der war wo? Ach ja, ich glaube, der war hier beim Saufen in der Taverne. Ja, richtig. Der Gasthof Gorhard. Und da gehen wir mal rein durch diesen Ladebildschirm. Und, wo stand der jetzt gleich nochmal? War der überhaupt da drin? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, der ist wieder oben. Bei dieser ollen Schulle da. Ihr habt es geschafft. Ja, tatsächlich. Ja, natürlich habe ich es geschafft. Was denkst du denn? Echt, hey. Bin doch kein Loser. Hm? Ihr seid zurück. Ich hatte schon befürchtet, die Feinde hätten ihre Rache gelüstet an euch ausgelassen. Wie üblich war ich im Irrtum. Ja, natürlich. Die Feier hat sich erholt, dank eures Tranks. Sie möchte die nächsten Wochen im Dorf verbringen, bis sie wieder völlig gesund ist. Ja, ist vielleicht auch besser für wird sie. Eine neue Gemeinschaft sein. Ein Ort des Miteinanders. Und das verdanken wir euch. Bitte nehmt mein Schwert und meinen Holzschild. Sie werden euch ebenso nützlich sein, wie sie es mir waren. Mhm. Ja, du hast das Limit des Inventars deines Charakters erreicht. Dieses Limit kann weiter erhöht werden, indem du bei bestimmten Händlern Rucksäcke erwirbst. Ich glaube, ja, du hast nicht genug Platz, um die Gegenstände zu halten. Sie wurden in einen Beutesack gelegt. Ah, wunderschön. Dann auf bald. Ja, auf bald. Da liegt mein Sack, den ich... Ja, da liegt mein Sack. Was macht die da? Ah, sie meditiert. Schön. Darf ich mitmachen? Die innere Ruhe finden und so. Die innere Ruhe? Nee, lass mal. Ja, dann würde ich sagen... Wie, schon wieder Stufenaufstieg? Jetzt gehen wir erstmal irgendwo hin, wo wir hier ausmisten können. Ja, ja, das machen wir nachher. Ja, warte mal, kann man bei der verkaufen oder kann man bei der bloß heilen? Es ist gut, dass Gorhard die Angst überwindet, die es so lange mit sich herumgetragen hat. Ja, ja. Soweit es mich betrifft, sind die Feinde hier herzlich willkommen. Okay. Da funktioniert wohl nur Heilung. Seid auf der Hut da draußen. Ja, ja, klar. Immer doch. Hübsche Lady. Hallo. Ja, hallo. Wie immer ein Hallo aus irgendeiner Ecke, wo ich nicht definieren kann. Kann ich bei dir verkaufen? Hallo. Ja, guten Tag. Bei dir weiß ich wenigstens, wo das Hallo herkommt. Ist das nicht aufregend? Eine Feier, die wie ein ganz normaler Mensch im Dorf lebt. Endlich mal ein wenig Abwechslung. Einkaufen, dann kann ich bestimmt auch verkaufen, ja. Wunderbar. Und was verkaufe ich? Betäubendes Großschwert? Achso, kaufen. Ich muss ja hier verkaufen. Jetzt, ich dachte mir gerade. Das sind Sachen, die habe ich noch gar nicht gesehen in meinem Inventar. Also, edles Eisenlangschwert. Langschwert, die kann man verkaufen. Wieso habe ich da 3 Stück von? Weg damit. Schwelendes Langschwert, das heben wir mal noch auf. Das schwelende Zepter. Brauche ich nicht. Weg damit. Achso, ja, da brauche ich erst noch meinen Healer des Vertrauens, weil das habe ich ja geklaut. Ich darf es nicht zu laut sagen, nicht, dass mir noch jemand auf die Schliche kommt. Primitive Eisendolche, statische Dolche. Sind das jetzt eigentlich 2 oder bloß 1? Ach, hauen wir 2 weg. Seiki-Schleier. Den werde ich eh nicht brauchen. Weg damit. Rigide Roben. Weg damit. Rigide Kapuze. Ebenfalls weg damit. Standhafte Rüstung. Mhm. Was kann der eigentlich?
Der kann gar nichts. Weg damit. Oh, ich habe hier so viel Zeug drin, das ich nie im Leben brauche. Mir bloß mein Inventar voll. Vollmüllt. Geht dran. Gamaschen. Weg damit. Weg damit. Primitiver Eisenkeitsschild 11, 19. Ja. Sagt der schon der Name? Der ist Müll. Sehr primitiv. Alte Schuhe. Abgetragene Handwickel. Weg. Weg. Alte Stiefel. Weg. Schlechte Beinschienen. Weg, weil die sind ja schlecht. Ja, das ist alles bloß so Blockbonus, aber irgendwie. Ich habe keinen Bock aufs Blocken. Ich gehe lieber direkt in den Angriff über. Weg damit. Ledergamaschen, weg damit. Lederrüstung. Wahrscheinlich verkaufe ich jetzt gerade das Zeug, was ich anhab. Aber. Ne, die habe ich an. Stand auf der Schule. Okay, bei der Rüstung muss ich glaube ich nochmal nachgucken. Schauen wir nochmal die Waffen durch hier. Feinklingen des Gesangs 23. Eisenhammer. Den braucht man nicht. Der schaut zwar ziemlich massiv aus, aber es, ich mag es nicht, wenn die Angriffe langsam verlaufen. Statische Dolche lassen wir da. Haben wir noch einen Bogen? Primitiver Birkenholz-Langbogen und edler Birkenholz-Langbogen. Das ist der schlechte. Weg damit. Primitiver Birkenholzstab. Weg damit. So, was kann man denn da jetzt Schönes kaufen? Was hat die denn da? Gezahnter Stab des Geysirs. Toxisches Langschwert des Aderlasses. Dolche der Fertigkeit. Prasselnde Dolche des Aderlasses. Abscheulicher Langbogen. Langschwert. Gibt es hier auch ein Großschwert? Studiosus Zepter. Langschwert, betäubendes Großschwert. 800. 91 und hat 27 Angriffsschaden. Ach. Eisenchakrams. Was sind Chakrams? Kann man da nicht irgendwie Info aufrufen oder so, was das so kann? Nee, kann man nicht. Knappes Keitschild. Eisenküras. Es ist ein bisschen doof, dass das nicht angezeigt wird. Ah. Blockeffizienz. Ich will aber mehr Schaden. Ich will mehr Rüstung. Aber betäubendes Großschwert. Vergleichen. Edles Eisengroßschwert. 18 Körperschaden. Durchbohrungsschaden, Eisschaden. Ich bleib mal bei meinem. Was haben wir denn hier noch? Eisenbeinpanzer. Die sind bestimmt auch Blocken. Natürlich. Und meine sind sowieso besser. Ich kann es vergessen. Baumwoll, Birkenholz, Accessoires, Kreuzritters Halskette. Plus 10 Leben. Costa Quanta 2277. Huiuiui. Ich weiß ja nicht. Volltreffer Schaden 8 Rüstung. Ah ja. Rigide Handschuhe. Habe ich die nicht verkauft? Hatte ich die nicht selbst? Rigide Robe, rigide Kapuze. Nein. Dann werde ich mir jetzt gleich mal hier. Wahnsinn. 912. Ach, das geht ja. Kaufen wir uns knappes Faustschild. Knappes Kiteschild. Blockt 9 Schaden, blockt 7 Schaden. Plus 5% Leben. Kostet. Kyras der Demontage.
Na, zu teuer. Ja, jetzt holen wir uns noch das Schild hier. Und es war schön, sich mit euch zu unterhalten. Ja, ja, fand ich auch. Ich unterhalte mich immer gern mit schönen jungen Damen. Na, wie schaut's aus? Hast du denn Lust, heute Abend mit mir in meine kleine Bude zu kommen? Also, wenn ich sie gefunden habe. Nein? 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 Dann halt nicht. Da wollte ich gucken. Achso. Ah, genau, was können die? Geschwindigkeit schnell. 23, 21, 11 Körperschaden, 50 Körperschaden, 8 Durchbohrungsschaden. Oh! Ho, ho, ho! Ho, die gefallen mir. Entschuldigung. Ja, ich bin immer noch verschnupft. Hat sich noch nicht viel geändert in den letzten 2 Stunden. So, Rüstung. Eisenhelm, überragende Kutte. Naja. Wo habe ich die denn her? Wieso konnte ich die nicht verkaufen? Lederrüstung, abgewetzte Rüstung, Volltrefferschaden, 22, 10, 22, 22, 27, nehmen wir die standhafte Rüstung, die kann man den Rest hier verkaufen, rigide Handschuhe, 6 Raffinesse. Oh. So, so. Da habe ich wohl was nicht beachtet. Eigentlich kann ich so ziemlich alles. Blockeffizient. Achso, das sind die hier. Schaut irgendwie nicht so besonders aus, so dieses kunterbunte Wirrwarr. Mischmasch. Aber ich lass mal die Lederstiefel noch da. Lass mal das noch aus. Oh. Damit ihr mal was vorangeht, werde ich jetzt den Rest hier noch verkaufen. Willkommen in Gorha. Schaut irgendwie lustig aus mit diesen Schwertern. Wenn ihr Vorräte braucht, kann ich euch weiterhelfen. Ja klar, ich brauche auch noch was anderes von dir, my lady. So. Statische Dolche. Ne, die hebt man noch auf. Die heben wir noch auf. Hier, das, die heben wir auch noch auf. Die haben wir ja gerade frisch gekauft. Verkaufen könnten wir sie für 94, gekauft haben wir für 900. Ich habe die noch nicht mal benutzt. Hallo, die sind neu. Sogar mit Originalverpackung. Ah ja, Heiler des Vertrauens, ne? Achso, ne, die wollte ich noch aufheben. Das ist noch weg. Ja. So. Lasst von euch hören. Ah ja, dann war da noch der Stufenaufstieg. Ja, uns also so geht da nie was voran. Schon wieder eine Viertelstunde nur mit sinnlosem Zeug verplempert. Ja, genau. Passt. So, Raffinesse. Das heißt, ich muss also hier Punkte verteilen, damit ich
Ausrüstung auch anlegen kann. Du webst einen Ausbruch von Schattenmagie, um Gegner in einem Bogen vor dir zu verwunden und Straucheln zu bringen. Drücke die Taste schnell, ne? Aha. Aha. Langbogenmeister. Dolchmeister. Ah. Da haben wir doch gleich mal was Sinnvolles, wo wir aufwerten können. Der Langbogen, ich benutze ihn zwar selten, aber da tun wir auch nochmal einen Punkt rein und hier nochmal einen Punkt. Was steht da noch? Aktuelle Stufe, die Spezialangriffe, Schattenschlag und kreisende Klaue können neben ihren Grundschaden noch zusätzlichen Schaden über Zeit verursachen. Ah ja. Ah. Neues Schicksal freigeschaltet. Suche. In diesem Schicksal bist du ein echter Alleskönner, der sämtliche Formen des Kampfes beherrscht, ob nah, fern oder magischer Kampf. Du hast so gut wie immer eine passende Antwort parat. Außerdem kannst du sämtliche Gegenstände für Magier, Krieger und Schurken verwenden. Oh, das hört sich ja gut an. 7 Nahkampf, 7 Fernkampf. Was hat der? 15 Nahkampf und 20 Blockeffizienz. Jawohl. Ne, ich glaube, ich bleib bei dem. Das passt schon, das passt schon. So, was haben wir denn hier bei Techniken? Langschwert, Hammer, Biedenhand. Dolch, Schattenschlag. Aha. Aha, okay. Und das kann ich jetzt anscheinend mit diesen... Mit diesen Feinklingen... Ah ne, da, das da. Lade den Feinklingenangriff auf, um dich kreisend durch deine Gegner zu mähen. Ah, cool. Wunderschön. So, wissen wir das jetzt auch? Was haben wir da noch im Insel? Ah, stimmt ja. Wir haben hier noch einen Siegelring der Balladen. 5 Schaden und 5 Schadensresistenz. Legen wir doch mal an. Tja, was man nicht alles vergisst. Was haben wir noch? Konsumgut, achso, ja. Gegenstände. Bla 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 bla. Und dann haben wir noch bla bla. Und ein bisschen bla bla haben wir auch noch. Gut, passt. Also alles da, was wir brauchen. So. Dann können wir uns ja jetzt richtig den Quests widmen. Und zwar... habe ich schon wieder vergessen, wohlan, was ich tun wollte. Ja, richtig, wohlan. Lasst uns aufbrechen. Durch den Ladebildschirm, wie immer. Aber es gibt weitaus nervigere Ladebildschirme. Eine Feier in Gorhard? Das ist einfach nicht richtig. Ach, halt die Klappe. Sowas ist Rassismus, weißt du das? Ja? Und Rassismus gibt's hier nicht. Sonst kriegst du es mit mir zu tun, ne? Hast du mich verstanden? Scheißegal, ob du Wache bist oder nicht. Ach ja. Stimmt, wir haben ja gar keine Quest verfolgt. Stimmt, genau. Anleitung zum Ärger. Schatten der Vergangenen. Nehmen wir doch mal die hier. Die haben wir als erstes bekommen. Dann machen wir die auch als erstes fertig von denen. Und da müssen wir... Wo müssen wir da hin? Da müssen wir hin. Okay, Moment. Wie weit ist die denn weg? Ah, das schaut doch schon besser aus, weil, glaube ich zumindest. Ich muss irgendwo... Das ist hier, ich laufe hier lang. Ich glaube, ich muss da raus. Der Laden. Da gehen wir nachher hin. Nicht jetzt. Ich wollte die Quest machen. Na, sonst wird es nie was. Kann ich jetzt hier eigentlich durch oder muss ich da außen rum gehen? Gesetzesbrechergrotte. Ne, ich glaube, da komme ich woanders hin als da, wo ich hin will. Wir gehen außen rum.
Außenrum geht nämlich auch. So. Blablabla. Diese Waffe, die Wahnsinn. So, was haben wir? Berührung des Todes. Was kann das denn? Berührung des Todes. Wo war denn das jetzt? Status. Effekte. Berührung des Todes. Pro Treffer 20 Leben und pro Treffer 20 Mana. Oh ja. So für lau kann man das natürlich gerne annehmen. Oh, wo kommt der Bär her? Ja, spitz, so hat der mich jetzt erschreckt. Zieh dir gleich das Fell über die Ohren, du. So, muss ich da jetzt durch, oder wie? Was machen? Nee. Ich glaube, ich muss da durch. Dann trinken wir nochmal schnell. So, und weiter geht's. Ich liebe Höhlen. Da gibt's immer so viel Zeug. Und die schauen auch immer so schön unheimlich aus. Und irgendwie erinnert mich das an ein Auge. Bleibt die offen oder geht die zu? Die bleibt. Oh, was ist das denn? Ah, du bist also derjenige. Dieser jene welche? Was macht ihr hier unten? Wisst ihr nicht, dass Agnur Farhal von den Geistern der Erat hier heimgesucht wird? Also. Seid ihr tollkühn oder nur dumm? Beides. So, und was ist mit der Formel? Oh, ich verstehe. Die raffinierte Gnomin hat einen Champion gefunden. Ey, ich sag nichts gegen Gnome. Erquicklich. Nanne war schon immer eine Närrin. So sehr in ihrer Arbeit versunken, dass sie die Täuschung direkt vor ihren Augen nicht sah. Die Rote Legion hat ihre Formel. Nein. Denn ich habe sie ihnen gegeben. Warum? In diesem Augenblick schaffen sie Kisten davon nach Osten zu der Stadt Rathir, wo sie dafür einen hohen Preis erzielen werden. Warum Amen, hast du das getan, Narr. Du? So vertrauensselig. Du Narr. So lächerlich. Sie darf natürlich nie von meiner List erfahren. Ihr versteht. Ja, ich verstehe. Deswegen werde ich dich töten. Und du gleich noch mit dazu. Ja, da fliegt er, der nichtsnutzige Narr. Was hat der getan? Die werden eine Epidemie über das ganze Land bringen und er würde mit dran sterben. Wie doof kann man eigentlich sein? Die Welt ist von dummen Leuten besiedelt. Das sieht man immer wieder. Okay. So. Und was haben wir drin? Ah ja. Okay. Naja, nichts Besonderes. So, wir könnten. Muss ich jetzt noch. Okay, das heißt, ich muss also alle Transportkisten zerstören, weil sich in einem dieser Transportkisten garantiert diese Formel befindet. Okay.
Ich mach euch platt und ihr könnt nichts dagegen tun. Ich bin unaufhaltsam. Und ihr seid langweilige, lahme Luschen. Hat das schon mal jemand gesagt? Für Banditen habt ihr ganz schön wenig dabei. Okay. Wenn ich mir das so anschaue, wahrscheinlich wird diese blöde Formel in den letzten der Kistenstapel zu finden sein, weil sonst müsst ihr ja nicht gleich 10 davon zertrümmern. Nicht mit mir. Meinst du, kannst mich besiegen? Das glaube ich nicht. Da hast du dich getäuscht. Solltest dich nicht mit mir anlegen. So, und jetzt? Achso, hier gibt's ja gar nichts. Na ja, gut, wir laufen und wir laufen und wir laufen durch die Höhle. Und finden absolut überhaupt nichts Interessantes. Also ich habe mir schon ein paar Truhen oder so erhofft. Na ja, super. Links, rechts, geradeaus, wieder zurück. Zufallsprinzip. Wir gehen da lang. Und kommen wohin? Na? Wenn man vom Teufel spricht, da steht eine Truhe. Aber irgendwie glaube ich, kann man mit diesen Spezialangriffen noch ein bisschen mehr machen. Ich habe das bloß noch nicht so ganz raus, wie das funktioniert mit diesen mehrmaligen Angriffen, Angriffsverkettungen hier. Weil da stand ja, wenn ich die Taste drücke. Oh, Schatz, sagt er, fällt mir ein. Ich habe. Ja, ich habe im Gasthaus was vergessen, nämlich meinen Schatzsack mitzunehmen. Gut, kommen wir wieder zurück zum Thema. Da stand ja, wenn ich diese Taste drücke, dann kann ich bis zu 5 weitere Angriffsverkettungen hinzufügen. Aber welche Taste? Die Angriffstaste oder? Kann das was? Nein, das kann nichts. Was kann das? Lähmungsspur. Ich glaube, das muss ich mal im Kampf ausprobieren. Vielleicht funktioniert das nur im Kampf. So, merke, hier war ich schon. Dann muss ich jetzt. Also. Halt. Hallo? Naja, natürlich bin ich über die Kreuzung schon drüber. Und da bin ich lang gegangen. Also gehen wir jetzt da lang. Da lang. Lauf. Lauf. Was sind das für ekelhafte Gestalten? Die zerfleischen hier die. Seid ihr jetzt fertig mit rumpöbeln? Gut, dann kann ich mir hier meinen Job erledigen. Das allglatte Aalblatt wieder. Manchmal ist es schwer zu glauben. Der Stein des Herbstes. Doch ihr könntet die seltsamste Tatsache akzeptieren. Mhm. Ihr habt euch getäuscht. Nein, hab ich ja, nicht. Ja, doch das und diese endlose Leere ist schrecklich. Welche die Leere? Die Alten waren hier. Sie haben sich selbst in diese Welt gebracht. Der zeitlose Kreislauf dreht sich und dreht sich. Mhm. Die Zyklen treiben mit dem Strom. Sie warten auf die Vergangenheit. Die Zukunft bringt den sich bildenden Sturm. Dieser Ort taugt nicht zur Heimat, für niemanden. Na, ist ja auch eine Höhle. Also ich würde hier nicht wohnen wollen, also... Oh.
Es wird nicht sehr wehtun. Ah, ich liebe diesen Angriff. Der ist so schnell. Da kommen die anderen gar nicht dazu, überhaupt irgendwas zu machen. Ehe die überhaupt blöd gucken können, haben sie schon ihren letzten Hauch des Lebens ausgehustet. So, ein bisschen. Hm. Okay, hier kann ich also nicht lang. Da muss ich natürlich außen rum gehen. Wie soll es auch anders sein? Hier ist doch auch noch irgendwas. Wahrscheinlich unter mir. So. Aber wir haben schon wieder so viel Zeit verplempert. Ich glaube, ich werde in Zukunft so Inventarsachen und so werde ich, glaube ich, mal ein bisschen offscreen machen. So ein bisschen verkaufen und Ausrüstung anlegen und so, weil das hält doch ziemlich auf vom Spielgeschehen. Und dann kommt man ja zu nichts in der Folge. So. Also da bringt auch deine Akrobateneinlage überhaupt nichts, weil du gehst trotzdem drauf. Und zwar genau so. Und der Rest mit dazu. Bam. Ja, da stehen sie rum. Ja, schon wieder aufschließen. Was passiert denn, wenn ich aufbrechen drücke? Da verliere ich also nur einen Dietrich und passieren tut sonst nichts weiter. Okay. Dann machen wir sie auf die normale Art. Geht ja ziemlich einfach. Was ist drin? Rigide Schuhe, Langschwert des Aderlasses, Eisenklinge, makellose Giftschelle. Die sieben. Och, was ist denn das für ein Zeug? Das kann man ja gar nicht brauchen. Ja, was bist du? Da gibt es bestimmt einen Erfolg für, wenn man hier sämtliche Steine benutzt. Diese Mauern sind gewachsen. Mhm. Wurden gebaut aus Stein. Bis zum Himmel. Mit Liebe wurde dieser Ort erschaffen. Ihr seht die Lichter, die mystischen Hallen geordneter Realität. Mhm. Es sind die Gesichter der Vermissten. Die verkörperte Wahrheit der verlorenen Seelen. Es sind so viele. Man kann sie sehen. Wie jämmerliche Scharaden sind sie. Manche mit guten Absichten, was man ihnen nicht vorwerfen kann. Doch die meisten sind nur eine List. Es versteht sich, dass es mir hier nicht gefällt. Ja, ja, mir gefällt es hier auch nicht. Ich will ja eigentlich auch wieder raus, aber... Ihr behalten und ein bequemes Leben führen können. Oh, wieso? Ich bin noch frei. Doch ihr konntet die Unruhe nicht bändigen, die euresgleichen quält. Hm. Ja, gut. Und nachdem ich meine Unruhe nicht bändigen kann, muss ich hier gleich mal eine Pause einlegen. Und zwar genau... Hier. Ja. Das ist ein super Plätzchen für eine kleine Pause. Ein bisschen essen, ein bisschen trinken, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ein Abo da oder ein Kommi, wie ihr wollt. Freue mich über jede Kritik. Kennt ihr ja alle schon. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.